Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute melde ich mich vom Management und Controlling Kongress 2024 und bei mir ist Dirk Steinert. Dirk Steinert ist Direktor für Finance und Business Intelligence beim Zeitungsverlag Neue Westfälische. Und heute wollen wir uns über die Entwicklungen in der Verlagsbranche unterhalten und natürlich auch darüber, wie Dirk Steinert für seinen Verantwortungsbereich den Transformationsprozess, der in der Branche stattfindet, im Unternehmen stattfindet, begleitet. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dirk Steinert. Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank, dass ich eingeladen bin, hier einmal beizutragen. Für mich eine Premiere in diesem Podcast und überhaupt im Podcast. Bereich auch einmal tätig zu sein. Sehr spannend das Ganze. Ich freue mich, hier zu sein und vielleicht den einen oder anderen Einblick zu geben, wie das Controlling Business Intelligence im Verlagsbereich funktioniert. Da freue ich mich schon drauf, da ein paar Details und Insights zu hören. Vielleicht fangen wir auch mal ganz von vorne an. Vielleicht können Sie Ihr Unternehmen und sich selbst, Ihren Verantwortungsbereich, kurz vorstellen. Gerne. Ich fange an mit dem Unternehmen. Sie hatten gesagt, Zeitungsverlag Neue Westfälische. Das ist natürlich formal völlig korrekt. Tatsächlich ist es aber eigentlich eher eine Mediengruppe Neue Westfälische, weil es inzwischen viel mehr ist als nur eine Zeitung. Wir zu unserem kleinen Konzern gehört neben dem Zeitungsbereich auch eine Beteiligung an 5 der 7 privaten Radios in Ostwestfalen-Lippe. Und auch der Zeitungsbereich ist eben nicht mehr nur Zeitung, sondern das Digitale, die News-Site und das E-Paper hat einen ganz starken Anteil an unserem Geschäft. Und natürlich gehört noch ganz viel mehr dazu. Wir haben ein Kundenservice-Center, wir haben Logistik, wir haben IT-Tochter, Digital-Tochter und alles, was so dazu gehört. Im Kern ist das die Gruppe. Wir sind als Zeitungsgruppe die größte Zeitungsgruppe in Ostwestfalen-Lippe, größte Auflage. Sowohl was die News-Site angeht mit großem Abstand, aber auch in der Printauflage, die unseren Umsatz natürlich auch noch maßgeblich unterstützt, die stärkste Zeitung Ostwestfalens. Ich selbst bin von Haus aus eigentlich Mathematiker, TU Berlin und danach noch ein bisschen Assistent für Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität gewesen und seit weit über 20 Jahren in der Verlagsbranche, ein bisschen meandern zwischen Verlagsbranche und IT, verschiedene kaufmännische und vor allem Zahlenpositionen inne gehabt. Und jetzt bei der Neuen Westfälischen hatte ich die Gelegenheit, die ich gerne ergriffen habe, einmal beide Säulen, die mir lange Zeit Spaß gemacht haben, zu verbinden. Einerseits das Thema Business Intelligence, dort als Zentralunit neu zu gründen und zum anderen den kaufmännischen Bereich mit dem Bereich Rechnungswesen und Controlling zu leiten. Und was mir ein besonderes Anliegen war, dort die Möglichkeiten und Chancen in dem Business Intelligence und Controlling etwas stärker zusammenzuführen, als es normalerweise vielleicht der Fall ist. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind seit 20 Jahren in der Verlagsbranche und das eröffnet uns die Möglichkeit, auch mal einen Rückblick zu wagen, dass sich die Medien, dass sich die Verlagsbranche in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv verändert hat. Ich glaube, das ist niemandem entgangen. Vielleicht können Sie die wesentlichen Veränderungen, die Sie auch selbst erlebt haben, nochmal kurz skizzieren und dann natürlich auch herausarbeiten, welche Herausforderungen bringt das für die Branche, aber natürlich im Speziellen auch für Ihr Unternehmen. Ja. Die Herausforderung kann man mit einem Wort zusammenfassen, das ist die digitale Transformation. Wenn Sie mich über den Wandel in der Medienbranche fragen, möchte ich das am liebsten so beschreiben. Als ich meinen Berufsweg begonnen habe, hat mich die Verlagsbranche fasziniert, weil ich dort eine extrem hohe Geschwindigkeit, Projektorientierung und Mut, einfach auch große Sachen anzufassen und zu bewegen, erlebt habe. Ich war damals im Berliner Zeitungsmarkt mit den 3 ganz großen Verlagen, die dort um die Vorherrschaft in Berlin gerungen haben, mit allen Marketing- und sonstigen Möglichkeiten, die es so gab, und fand das enorm spannend. Und ich habe danach, als die Zeitungskrise Mitte der 2000er Jahre begann, ein wenig erlebt, dass die Zeitungen etwas mutloser wurden und dass sie von der digitalen Transformation, von dem Erfolg der Webseiten, von dem Runtergang der Printauflage
tatsächlich nicht nur wirtschaftlich unter Druck gesetzt worden, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass sich ein gewisser Shift und eine gewisse Mutlosigkeit in den Projekten entwickelt, bis vielleicht Mitte der 2010er Jahre. Und das freut mich eigentlich sehr, dass seit, ich würde mal sagen, 17, 18, 19, ich dort wieder eine Trendwende erlebe, dass die Verlage wieder deutlich mutiger werden, dass das Digitale sehr offensiv angenommen wird und man dort eine sehr schnelle und ich hoffe doch auch sehr erfolgreiche Transformation hin zum Digitalen schaffen wird. Das also wird es wirklich wilder. Es geht nach vorne, es hat eine hohe Projektintensität und eine hohe Transformationsfreudigkeit auch in allen Verlagsbereichen. Jetzt verantworten Sie ja den Bereich Finance and Business Intelligence und begleiten den Transformationsprozess, den Sie gerade beschrieben haben. Mit welchen Themen sind Sie eingebunden? Ja, tatsächlich werde ich bei Herrn Vorpel in zwei Wochen mal so einen kleinen Vortrag halten über die Aspekte der Digitalisierung in einem Verlag. Da werde ich das ein bisschen weiter ausarbeiten. Aber ich glaube, es hat einfach viele Facetten, die Digitalisierung. Zum einen ist das ganz konkret natürlich im eigenen Bereich. Einführung, digitaler Eingangsrechnungsprozess, Bestellprozesse, Digitalisierung des gesamten Geschäftsprozesses bis hin zum Jahresabschluss, alles, was dazugehört. Aber eben auch im Unternehmen. Das bedeutet, die Mannschaft, das Team, die Strukturen so aufzustellen, dass das passt. Und ich glaube, schon die Gründung eines zentralen Business Intelligence Bereich mit anderen Kapazitäten, anderen Möglichkeiten, die wir dort geschaffen haben, ist ein Teil dieser digitalen Transformation. Wenn man sich die Entwicklung der Personalstruktur, in welchen Bereichen wurde abgebaut, in welchen Bereichen wurde aufgebaut, anschaut, glaube ich, kann man schon hier auch eine große Wende hin zur Digitalisierung, mal von allen konkreten Projekten abgesehen, sehen. Und zum Zweiten, meine persönliche Mitverantwortung gehört auch dazu, dass ich im zentralen Steuerungsboard bin, wo wir die gesamte digitale Transformation des Unternehmens, was vor allem eben auch die Produktlandschaft und die Arbeitsweise der Redaktion einhergeht. Und das Ganze ist natürlich einerseits ein Prozess, der innerhalb der Redaktion stattfindet, zum anderen aber ein Prozess, der natürlich auch gesteuert und zahlenmäßig begleitet werden muss, damit man weiß, welche Maßnahme hat eigentlich wie, wo, welchen Erfolg gehabt, was sind Zukunftspotenziale, wo müssen wir noch nachsteuern. Sie hatten gerade Herrn Vaupel angesprochen, vielleicht für alle die, die da nicht so drin sind, das ist einer der entscheidenden Köpfe hier hinter dem MENCON-Kongress, Professor Vaupel, der auch hier sozusagen diesen Kongress mit aus der Taufe gehoben hat vor vielen, vielen Jahren und der Kongress hat sich ganz toll entwickelt. Kommen wir wieder zurück auf Ihr Unternehmen und sprechen vielleicht ein bisschen spezifischer noch übers Controlling. Controlling natürlich einmal in der Begleitung des Transformationsprozesses, auf der anderen Seite aber auch in Bezug auf generelle Aufgaben. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, es ist mir ein großes Anliegen, eine große Freude, dass wir hier das Thema Business Intelligence und Controlling etwas zusammenziehen können. Das Controlling zusammen mit dem Rechnungswesen steuert natürlich klassischerweise die ganzen Abläufe, Abschlüsse und so weiter, die wir dort brauchen. Und zum anderen sind wir zusammen mit dem BI dabei, einfach die Werkzeuge den aktuellen Zeiten anzupassen und auch im Bereich Forecasting und Beobachtung neuer zu werden. Und wenn ich ein Beispiel nehmen kann, was bedeutet das gerade im digitalen Zeitalter? Früher ist das im klassischen Verlag, ich glaube, das geht vielen anderen Geschäften ähnlich, so dass man halt die Absätze und Umsätze beobachtet hat, guckt, wie entwickeln die sich. Mit dem der digitalen Transformation, der stärkeren Bedeutung der Website, der viel stärkeren Bedeutung, was macht der Kunde auf unserer Website, was gefällt ihm nicht, haben wir eine ganz andere Datenmenge, die wir beobachten können. Wir reden hier über die Page Impressions, die Views, die Zeiten, die ein Kunde auf der Website verbreitet. Das sind Dimensionen an Daten, die um ein Vielfaches höher sind als das, was wir früher zu verarbeiten hatten, die natürlich auch andere Methoden erfordert und natürlich auch die Möglichkeiten, die man heute mit KI und Machine Learning hat, in ganz anderer Art und Weise beflügelt und nutzbar macht.
Sie haben gesagt, Verlage oder die Medienbranche ist mutiger geworden. Und bei Ihnen heißt das natürlich auch ganz konkret, digitale Informationsangebote haben einen viel größeren Stellenwert bekommen. Das führt dann natürlich auch dazu, Sie haben es gerade angesprochen, dass Daten plötzlich zur Verfügung stehen, digitale Daten, die ja bisher überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Welche Einflüsse hat das gehabt auf das Reporting beispielsweise, das durchs Controlling gestaltet wird, fürs Management, das Reporting? Musste sich das auch deutlich ändern? Mussten Sie sich da in dem Bereich neu erfinden? Neu erfinden, zumindest mussten wir einige deutliche Evolutionsschritte dort weiter verfolgen und uns schnell weiter bewegen, um diesen Anforderungen bereitzustellen. Was von dem Hardware, von der Softwarelandschaft wobei diese eine Rolle spielt, aber auch in der Frage, auf welche Parameter, welche KPIs gucke ich eigentlich, was ist uns für die Zukunft relevant wichtig, dass man eben nicht nur die klassischen Umsatzzahlen sich anschaut, sondern sich vor allem auch anguckt, wie entwickelt sich die Zuströme auf den Webseiten, wo habe ich tatsächlich jetzt einen Mehrgewinn und was interessiert die User. Das sind Sachen, wo wir als Lieferant der Daten und Fakten, aber auch als erster Interpret für das Management, für die Redaktion eine entscheidende Rolle spielen. Jetzt reden wir natürlich über die Verlagsbranche, aber uns hören natürlich einige Controllerinnen und Controller zu, die sagen, Mensch, was kann ich denn für mich mitnehmen? Gibt es da etwas aus der Verlagsbranche, wo Sie sagen, Mensch, das könnte eine Inspiration sein, eine Idee, ein Denkanstoß für andere Controllerinnen und Controller, das mal im Controlling ausprobieren? Vielleicht sind die Grenzen auch gar nicht mehr so groß, weil Sie hatten gerade natürlich ja die Informationen angesprochen, die aufgrund digitaler ja, Medien, die Sie einsetzen, zur Verfügung stehen. Und da sind natürlich allein schon, was das Thema angeht, ja im Grunde genommen alle betroffen, weil alle haben eine Webseite, viele haben Shops, viele haben digitale Produkte und dementsprechend auch dementsprechende Daten. Ja, tatsächlich, also Sie haben genau recht. Es gibt Punkte, wo wir eigentlich große Gemeinsamkeiten haben. Und das ist ein Punkt, glaube ich, den ich auch allen anderen nur empfehlen kann, den Schritt mal zu wagen, das Thema BI und Controlling besser zu vernetzen, weil sie haben typischerweise im Umfeld der Data Science Leute Qualifikationen, die sie so einfach nicht im Controlling-Umfeld hinzugewinnen können, wenn man eben über vertiefte Kenntnisse im KI-Bereich Machine Learning oder sowas kennt, die Fähigkeit, mit großen Datenmengen umzugehen und sich dort gegenseitig zu ergänzen und zu befruchten, ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Der spezifische Blick des Controllers bleibt natürlich und das ist die große Asset, was da reingeht. Und die Veränderungsfreudigkeit, die Prozessfreudigkeit ist, glaube ich, auch etwas, was für alle Branchen gleichermaßen gelten sollte, zumindest die Digitalisierung. Entschuldigung. Und die Herausforderung dort nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance zu empfinden. Ganz spezifisch, glaube ich, von der Verlagsbranche vielleicht als Input zu setzen, ist die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, gelernt haben, im Modell des Abo-Controllings. Weil ich glaube, das Abo-Modell ist etwas, was nicht nur in der Verlagsbranche, sondern inzwischen sehr, sehr vielen Branchen eine zentrale Bedeutung einnimmt und natürlich einfach auch von der Stabilität der Finanzflüsse ein enorm interessantes Geschäftsmodell ist. Das hat aber ganz eigene KPIs und ich glaube, dort haben wir etwas, wo wir vielleicht auch ein bisschen befruchten könnten. Da bin ich von überzeugt, denn gerade das, was Sie ansprechen, spielt für viele Branchen natürlich eine Rolle. Und wer da mehr Informationen haben möchte, ich will jetzt nicht sagen, soll sich bei Ihnen melden, aber natürlich, Sie haben es gerade angesprochen, Sie stehen auf Kongressen auch zur Verfügung, Sie geben Ihr Wissen weiter und wenn es notwendig ist, dann werden Sie entsprechend hier auch offen mit umgehen, mit Anfragen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Planung und Forecasting sprechen. Das ist auch ein Thema hier auf dem Kongress und viele haben festgestellt, dass sich ja die Bedeutung von Planung und Forecasting verändert hat. Viele setzen fürs Forecasting auch Algorithmen und KI ein. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Da bin ich jetzt mal konservativ. Tatsächlich habe ich mich auch schon vor langen Jahren damit beschäftigt, irgendwie
spannende statistische Methoden, sagen wir noch nicht KI-basiert, im Forecasting einzusetzen. Und ich bin sehr bewusst davon abgerückt, weil für mich ein Forecast- und Planungsprozess etwas ist, wo ich sehr viel Wert darauf lege, dass er am Ende auch nachvollziehbar ist und dass ich genau an den Einflussgrößen sehen kann, was ist nicht passiert, was nachher diesen Effekt gehabt hat. Deswegen möchte ich gerne zum Beispiel für den Auflagen-Forecast ein Modell haben, wo ich sage, wenn wir so und so viel Abo-Zugänge, so und so viel Abo-Abgänge gehabt haben, dann hat sich der Verlauf auch so und so entwickelt. Und da möchte ich kein, ob es nun ein Machine Learning-Modell ist oder ein Random Forest-Modell oder sonst irgendwas ist, wo ich letztendlich Ursache und Wirkung nicht mehr so klar sehen kann. Auch wenn es vielleicht mir das Leben dort vereinfachen würde, sondern da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend in Planung und Forecast-Prozess. Ansonsten gilt es darum, schneller machen, einfacher machen, flexibler machen, dass man eben auch unterjährig schnell mal einen Forecast absetzen, neu aufsetzen kann. Dazu haben wir die Tools und Möglichkeiten entwickelt. Das geht inzwischen ganz gut. Und für Machine Learning und solche Sachen gibt es genug Spielfelder in der täglichen Arbeit der Statistik, um zu gucken, welche Impacts habe ich denn wo, gerade wenn wir auf der Webseite uns die großen Bewegungen anschauen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind in diesem Bereich ein bisschen konservativer unterwegs, haben aber sicherlich eine To-Do-Liste für Ihre beiden Bereiche Finance und Business Intelligence. Was sind das für Themen, mit denen Sie sich so in den nächsten anderthalb Jahren befassen im Unternehmen? Genau, das sind natürlich Sachen, wo KI eine große Rolle spielt. Ich beschäftige mich sehr viel damit, welche Ansätze es gibt, KI-basiert die Prozesse noch effizienter und schneller zu machen. Rechnungseingangsverarbeitung ist ein Schlagwort dafür, dass man eben nicht nur den reinen OCR-Prozess macht, sondern auch die nachfolgende Verarbeitung, Schrittkontierung und Kostenstellenfindung und so weiter mit KI-Prozessen verbessern zu können. Ich glaube da nicht an kurzfristig zumindest an die 100%-Lösung, aber ich glaube, da gibt es eine Reihe von Sachen, wo wir mit KI eine Menge erreichen können. Ansonsten Machine Learning-Ansätze zu finden von Irregularien, Pattern Detection, solche Sachen sind eine große Geschichte. Und schließlich ist eben unsere Abteilung, die Data Science Abteilung, auch etwas, was den Gesamtkonzern unterstützt. Und dort sind wir in Modellen dabei, wie die KI uns helfen kann, auch unsere Inhalte zu verstehen, zu analysieren und gegebenenfalls auch für den Kunden, für den Leser neu aufzubereiten. Da ist das Stichwort RAG eine große Rolle. Okay. Retrieval Augmented Generation, das ist ein neuer Hype, den man da in der Antwortfindung hat. Also auch ein hochspannendes Thema, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu machen. Aber wir kommen heute zur letzten Frage. Und als ich vor 7 Jahren mit dem Performance Manager Podcast begonnen habe, da habe ich immer ganz zum Schluss gefragt, was würden Sie jungen Controllerinnen und Controllern raten, damit es mit der Karriere gut nach vorne geht? Das habe ich irgendwann mal aufgehört, aber inzwischen hat sich so viel verändert, dass mich einige angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, bitte stell diese Frage wieder am Ende. Wir wollen von den Erfahrungen profitieren. Sie bringen ganz viel Erfahrung mit 20 Jahre Verlagsbranche. Was würden Sie jungen Controllerinnen und Controllern heute raten? Ich glaube, da hätte ich 2 Antworten, wenn das für die Zeit noch reicht. Das eine ist tatsächlich, als Controller, egal wie der sonstige wissenschaftliche Background ist, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Was für Möglichkeiten gibt es? Aber ganz wichtig eben gerade, finde ich, aus Controlling-Gesichtspunkten, wo sind auch die Grenzen? Zumindest die aktuellen Grenzen von KI. Weil es ist... Die KI ist antwortfreudig, aber nicht jede Antwort, die sie gibt, ist richtig. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe des Controllers, auch zu verstehen, was geht, was nicht geht und dort zu sehen, welche Chancen, aber welche auch Risiken habe ich dort, gerade wenn das auf Zahlenmaterial oder zur Analyse benutzt wird, das auch ein bisschen kritisch hinterfragen zu können. Wobei, nach wie vor, die Chancen überwiegen da eindeutig und ich freue mich auf die Möglichkeiten, die wir mit der KI haben. Ich habe selber mal vor... Ich sage nicht, wie viele Jahre studiert und damals war das sehr theoretisch, dass wir heute das alles so praktisch machen können, ist großartig. Und das andere, der andere Punkt ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil im Moment höre ich das eher so aus dem Kollegenkreis immer als Belastung, ist das Thema ESG. Ich glaube, dass im ESG nicht nur eine zusätzliche Arbeitsbelastung, klar auch, aber auch Chancen liegen. Und ich glaube, dass man gerade als Controller daraufhin mal sehr genau gucken sollte und im Bereich Social Governance und Environmental auch sehr spannende und ich glaube
wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeitsbereiche findet, das tatsächlich auf eine fundierte und zahlenorientierte Art und Weise künftig greifen zu können. Insofern finde ich diese Initiative eigentlich ganz gut, die wir da haben. Und ich glaube, im Controlling wird das auch noch mal ein spannendes Betätigungsfeld geben. Das war Dirk Steinert, Direktor für Finance und Business Intelligence beim Verlag Neue Westfälische. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank für die Einladung.